Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten App-Review und zwar Destroy iPhone. Ja, wir sind hier natürlich die Android-Fangemeinde. Kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere iPhone-Liebhaber hier ist, der Gold, Black oder White Edition davon hat. Ist mir relativ egal. Ich hatte noch nie ein iPhone, ist mir persönlich viel zu teuer. Kann man mal so sagen. Wir haben hier unten einen Timer laufen und in der Zeit müssen wir uns ganz schön anstrengen, dass wir das Ding so schnell wie möglich schrotten. Und wie funktioniert das? Wir nehmen einfach ein Samsung-Handy oder so ähnlich. Ne? Da haben wir extra die Rechtschreibfehler reingebaut, damit man das hier nicht so sieht. Was ich ein bisschen traurig finde, dass das iPhone das aushält, wenn das Samsung-Handy hier kaputt geht. Nicht ein Kratzer. Ja, jetzt werden sie die natürlich sagen, die iPhone gerne haben. Ja, ist ja klar, logisch hier. Ja. Schön iPhone und so, ja. Dann könnt ihr ja einfach mit einer Waffe drauf zielen. Ja, haben wir hier noch so einen Gasbrenner. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig hier was bringen soll. Schwärzt das Ding. Habt ihr aus der White Edition mal ruckzuck die Black Edition gemacht? Ja, schön und gut. Muss man nicht machen, kann man aber. Mit dem Baseballschläger nochmal ordentlich einen verplätten hier. Oh, wir nageln hier ordentlich nochmal die Bretter. Ey, seht schon, also iPhone hat Qualität, wie man sieht. Ja, das ist schon echt, ob das die App-Entwickler so eigentlich beabsichtigt haben, weiß ich nicht. Könnt ihr mit dem Beil drauf einschlagen und das Handy sieht immer noch perfekt aus. Kein Displaykratzer drauf zu sehen, also nur minimal, ne, wie man das hier so sieht. So, wieder mit dem Hammer ordentlich einen drauf. So, und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was kann man denn hier noch so Schönes machen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, man kann entweder das Spiel verlassen oder man kann das Spiel verlassen. Ich weiß nicht, so richtig zerstört kriege ich es. Oh, doch, jetzt. Ach, gucke. Jetzt ist es kaputt. Der Display ist schon mal aus. Das ist schon mal viel wert. Na, nur anderthalb Minuten Gewaltgedresch hier. Haben wir das schon mal geschafft? Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, hier so ein Spiel zu entwickeln, wo man eigentlich nur ein iPhone zerdreschen soll. Oh, jetzt, ich hab's geschafft, tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht, habe ich gestern schon aufgegeben nach anderthalb Minuten, weil es nicht funktioniert hat. Ach so. Ob wir die App bewerten wollen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es hier noch irgendwie Unterschiede gibt zur Black Edition, ob die stabiler ist. Die Gold Edition hatte ich gestern und wollte die schrotten. Naja, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dabei irgendwie nicht so das Wahre bei herausgefunden. Ich sagte das, einmal ein Schuss hier, ja. Mit der Waffe und das ganze Handy flattert auseinander. Hier schon zigtausend Schuss reingegeben. FaceTime funktioniert immer noch perfekt. Ah, hier kommen nochmal welche mit dem Baseballschläger drauf. Da passiert überhaupt gar nichts. Also nehmen wir hier das alte Samsung-Handy wieder. Knall mal ordentlich einen drauf da. Ist das nicht eigentlich, ist das nicht derbe, dass iPhone Samsung platt macht, wenn man das mal so sieht? Ist doch gemein, oder? Also liebe Entwickler. Wenn ihr Hass auf iPhone habt, dann ja. Aber warum auch Samsung mit reinziehen? Was soll das? Auch wenn das da nicht so steht, aber das heißt es. Das ist definitiv das S3 oder S4 gewesen. So, hier, wir kloppen einfach so lange drauf. Kennt ihr noch dieses Television-System hier, wo jenes System dieses Ameisenfußball hatte? Das, so sieht das hier gerade aus. So ein bisschen Ameisenfußball auf dem Handy. Wie so ein Blöder drauf einknüppeln hier. Zerstöre mein iPhone, ja. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll, weil ich meine, das ist auch mal eine Display-Variante. Zumal ja diese ganzen Systeme jetzt rauskommen, dass man die Handys knicken soll. Oder Samsung, glaube ich, so ein halbrundes rausgebracht hat, was das auch bringen soll. So, hier kann man mal sagen, hast du eins, kannst du mit grillen, kannst du mit brutzeln. Guck mal, du kannst das Display sogar noch in schwarz und weiß in verschiedene 10 Graustufen einfärben, bis es wieder platzt. So, Share kann man wahrscheinlich bei Facebook dann zeigen, was man so geschafft hat. Kann man wirklich stolz auf sich sein, ja, muss ich sagen. So, Retry. Ich habe hier eigentlich witzigerweise eine Kettensäge gesehen. Ich weiß nicht, ob man uns jetzt hier einfach nur rangelockt hat. Ich dachte, man kann hier, was weiß ich, mehr Waffen nehmen oder so. Oder eine Kettensäge drauf rausballern. Stattdessen kommt hier erstmal akkurat Werbung. Naja, was soll das denn? Gehen wir erstmal wieder zurück. Dass wir überhaupt erstmal wieder was sehen hier. Prügeln hier wieder was drauf ein. Also hier, iPhone-Besitzer, seid gewappnet. Könnte auch als Baseballschläger fungieren, ja. Kann man locker einen mit verhauen, weil der Baseballschläger macht hier fast keinen Kratzer dran. Ist ja lächerlich. Ja, und wer Bock hat, unbedingt sowas mal auszuprobieren, der kann natürlich die App einfach mal kostenlos im Play Store runterladen. Link findet ihr dazu bei mir in der Beschreibung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das Ding jetzt auch wieder deinstallieren. Weiß ich nicht, weil ich muss ja hier nicht den ganzen Tag irgendwas zerstören, oder? Also zumindest kein iPhone, was unkaputtbar ist. Jetzt habe ich auch noch einen Ton ausgemacht. Ja. Wer Bock hat, zieht sie euch runter. Ich kann es nicht ändern. Also irgendwie ist es ein bisschen langweilig. Ich habe mir mehr erhofft, wenn man wenigstens mit dem Bulldozer drüber rollen könnte. Aber das ist leider nicht drin. Es sei denn, man findet auf YouTube die verrückten Handyhelden hier, ne? Die ihre PlayStation 4 gerade neu zerstört haben. Müsst ihr mal googeln. Echt amüsant. Aber naja, was soll das? Viel Spaß mit dieser sehr hilfreichen und informativen
informativen ADAC-App für das iPhone 5. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen.